Gewässer und da insbesondere auf Ihren Klimarat, den sie ins Leben gerufen hat. Was passt Ihnen an dem nicht? Naja, da muss man sich einmal, da muss man mal ein bisschen analysieren, was dieser Klimarat eigentlich ist. Also wenn Sie mich fragen, ist der Klimarat nichts anderes als eine zusätzliche Cash-Cow für die Frau Gewessler, wo sie sich eine eigene Fokusgruppe hält, ja, die dann das abapplaudieren darf, was sie in ihren ideologischen Überlegungen da jetzt aufs Tapet schmeißt. Ja. Fakt ist, dass dieser Klimarat mit 2 Millionen Euro dotiert ist, ja, wo man dann noch schreibt, ja, die 2 Millionen Euro, die sind dann für Verpflegung und Unterkunft und sonstige Begleiterscheinung des Klimarates und dessen Mitglieder irgendwie reserviert. Na, Fakt ist, dass es ein Taschengeld für die Ministerin ist, mit dem sie klipp und klar Propaganda machen kann. Und sie tut es ja auch, denn von diesen 2 Millionen Euro, die hier zur Verfügung gestellt worden sind, sind ja gleich einmal 400.000 bis 500.000 Euro in die Sakkotasche von Herrn Lockel gewandert, ja, der ja Multiberater der Grünen ist. Auf der einen Seite berät er den Bundespräsidenten, auf der anderen Seite zieht er dem Klimarat noch das Geld aus der Tasche und jetzt wird er auch noch ORF-Stiftungsratsvorsitzender. Also Herr Lockel muss ja Qualifikationen haben, die niemand von uns irgendwie nachvollziehen kann oder wo wir ihm alle das Wasser nicht reichen können. Fakt ist, dass hier schon wieder einiges im Argen liegt. Und gerade das Engagement vom Herrn Lockl im Klimarat ist auch insofern zu hinterfragen, als dass er nur Drittgereiter war mit seinem Angebot. Ja. Es gab noch zwei Anbieter, die es günstiger gemacht hätten, und zwar um sehr, sehr viel günstiger. Die sind aber alle durch den Rost gefallen. Ja, das ist also interessant, warum die Frau Minister Gewessler so partout unbedingt den Herrn Lockel haben wollte. Ich hoffe tatsächlich, dass wir uns nicht irgendwann einmal im Untersuchungsausschuss sehen, oder vielleicht passiert es auch noch im Laufenden, wo wir dann draufkommen, Moment einmal, die Grünen haben nichts anderes gemacht, als das System der ÖVP kopiert. Ja. Auch da ist es darum gegangen, dass man möglichst viele parteinahen Agenturen in die Ministerien gesetzt hat, die dann am Tropf des Ministeriums hängen und unglaubliche Sachen dort abrechnen. Und am Ende muss man sich dann vielleicht noch die Frage stellen, ob es Kickback-Zahlungen gegeben hat. Also ich hoffe wirklich, dass wir auf das nicht draufkommen und dass wir das in einem der nächsten Untersuchungsausschüsse auch darüber reden müssen. Nur die Optik, die sich aus dem Ganzen ergibt, die ist wirklich eine fatale. Und wie gesagt, Klimarat ist gleich eigentlich eine Fokusgruppe der Grünen. Da geht es nicht um den Querschnitt der Bevölkerung und zusätzlich noch ein bisschen Spielgeld für die Frau Minister, damit sie sich entsprechend medial positionieren kann. Abschließend noch, Sie sind ja auch Mediensprecher der FPÖ und Sie haben jetzt gerade Lothar Lockl angesprochen. Er soll ja dem Vernehmen nach neuer Stiftungsratsvorsitzender werden im ORF. Ist das Ihrer Meinung nach überhaupt möglich? Nein, ist aus meiner Sicht gar nicht möglich, weil als Stiftungsratsvorsitzender hat man natürlich vor allem die Aufgabe, die Objektivität, ja, es klingt wie ein Scherz, aber zumindest steht es im ORF-Gesetz noch so drinnen, die Objektivität des ORF zu sichern. Jetzt stellt man nur die Frage, einfach nur so in Abwägung eines Gewissenskonfliktes eines möglichen. Wie will man das machen, wenn man auf der einen Seite Megaberater, der über 2 Millionen Euro mittlerweile aus dem Klimaschutzministerium herausgezogen hat, wenn man das Ministerium also als Exklusivberater mit siebenstelligen Beträgen da irgendwie nebenbei noch ausnimmt, also wie will man da die Äquidistanz wahren? Und jetzt kommt es noch dazu, und wie will man übrigens als jemand, der die Bundesregierung berät, ja, mit siebenstelligen Summen, wie will man dann auch den Bundespräsidenten beraten? Es gibt doch so etwas wie eine Gewaltentrennung. So, also die zwei Engagements, die gehen sich aus meiner Sicht schon einmal nicht aus. Und am Ende des Tages wird man dann auch noch Stiftungsratsvorsitzender, wo man dann auch noch die Objektivität des ORFs da irgendwie sichern soll. Ja. Also wenn Sie mich fragen, ist das Kreislaufwirtschaft allererster Güte, ja, vom Bundespräsidenten abwärts bis hin in die Ministerien und dann auch noch zum ORF. Und wenn man es jetzt ganz perfide angeht, die Geschichte, dann könnte ein Berater Lothar Lockl hergehen und könnte sagen, so, jetzt kassiere ich dreimal. Ja. Dem ORF sage ich einmal grundsätzlich, was wir ideologisch als Grüner im ORF vorhaben, dann setze ich das einmal durch. Ja. Dafür lasse ich mich von den Grünen als Berater bezahlen, dann verkaufe ich vielleicht der Frau Ministerin wiederum einen guten ORF-Auftritt oder ich verkaufen, das ist jetzt eine strafrechtlich relevante Geschichte, das ziehe ich jetzt zurück, aber ich mache dem ORF schmackhaft, die Frau Minister dort und da einzuladen oder vielleicht auch Formate zu begründen, die dann der Frau Minister entgegenkommen, ja. Und wenn ich dann ein Testimonial dafür brauche, dann nehme ich den Herrn Bundespräsidenten her, den ich ohnehin auch berate. Ja. Also insgesamt Kreislaufwirtschaft, wie es im Buche steht, und das geht sich überhaupt nicht aus. Herr Hafenecker, vielen Dank für den Besuch im Studio. Danke, Herr Fellner.